Mit Blaulicht durchs abendliche Hamburg. Oliver Schuld hat es eilig. Der Einsatz kam überraschend, sollte eigentlich erst am nächsten Morgen erfolgen. Doch dann musste alles ganz schnell gehen. Am Einsatzort ist der Zugriff schon erfolgt. Die Kollegen haben die Zielperson festgesetzt. Seit langem schon war der Mann im Visier der Zollfahnder. Wegen schwerer Delikte, Rauschgift und Menschenhandel werden ihm vorgeworfen. Vieles deutete darauf hin, dass der Mann untertauchen wollte. Darum griffen die Männer der ZUZ, der Zentralen Unterstützungsgruppe Zoll, jetzt zu. Eine Überraschungsaktion. Der Mann wird der Polizei übergeben. Routine für die Beamten der Spezialeinheit. Bundesweit sind sie im Einsatz. Bei heiklen Missionen im Drogenmilieu, bei organisierter Kriminalität, bei Waffen- und Menschenhandel. Ausnahmsweise dürfen wir sie fast 2 Jahre lang bei Ausbildung und Einsätzen begleiten. Einige Monate zuvor. Andreas auf dem Weg nach Köln-Delbrück. Der 26-jährige Zollobersekretär aus Bayern hat sich zum Einstellungstest bei der ZUZ gemeldet. Dem härtesten Job, den der Zoll zu vergeben hat. Ich habe mich darauf beworben, weil ich so einen gewissen Leistungsstand von mir selber abfragen wollte. Ich war vorher am Flughafen und habe Gepäckkontrollen durchgeführt. Und da habe ich so gemerkt, dass das jetzt in meinem Alter noch nicht das Wahre ist für mich. Und ich wollte mich selber noch mal testen und sagen, okay, da will ich hin. Und dann habe ich mich einfach auf die ZUZ beworben, wurde dann Gott sei Dank zum Auswahlverfahren zugelassen. Das Zollkriminalamt in Köln, die Heimat der Spezialeinheit. Die nächsten 2 Wochen wird Andreas hier verbringen, beim gefürchteten Auswahllehrgang, den nur die wenigsten bestehen. 18 Bewerber sind angetreten. Ihre Gesichter und Namen sind für uns tabu. Das war eine Voraussetzung für diesen Film. Der Chef verbreitet zur Begrüßung Optimismus. Herzlich willkommen, meine Herren, zum, wenn ich richtig informiert bin, 22. Auswahlverfahren der Zentralen Unterstützungsgruppe Zoll hier an der zentralen Fortbildungsstelle für die Spezialeinheiten. Jetzt ist das ziemlich einfach. Wir haben für jeden derer, der hier sitzt, eine Stelle. Das ist die gute Nachricht. Das ist auch alles nicht weiter tragisch, nicht weiter schwer. Die einzige Voraussetzung, die wir daran knüpfen, einfach die 14 Tage durchstehen, die paar Leistungen abfordern, die wir sehen wollen, dann ist das Ding geritzt. So. Die paar Leistungen klingt harmlos. Doch wenig später, bei den 5000 Metern, die sie in 25 Minuten schaffen müssen, kommt mancher schon an seine Leistungsgrenzen. Komm, kämpf dich wieder rein, los! Hoppen Sie nochmal. 15? Immer dabei Lothar, eine Art Maskottchen. Die Puppe gehört für die 2 Wochen zur Gruppe und muss überall hin mitgeschleppt werden. So soll die Teamfähigkeit getestet werden. Wird Lothar vergessen, gibt es für alle Strafpunkte. Die Fitness der Bewerber habe in den letzten Jahren rapide abgenommen, sagen die Ausbilder. Das sei ein großes Problem bei der Nachwuchssuche. Wir brauchen eine insgesamt ausgeprägte Sportlichkeit. Die Bewerber müssen eine besondere Ausdauerfähigkeit besitzen, müssen sich aber auch im Wasser bewegen können. Wir brauchen eine ausgeprägte Fähigkeit im Kraftbereich, aber auch in der Koordination. Wir suchen Leute, die sich genauso sicher in der Höhe bewegen können, wie auch auf dem Boden. Und das Ganze natürlich mit der Fähigkeit auch durchhalten zu wollen. Also der Wille, der Biss, sich durch die sportliche Leistung und durch das Anforderungsprofil zu bewegen, ist die eigentliche Herausforderung. Sie feuern sich alle gegenseitig an, im Kampf gegen sich selbst. Komm, Dennis! Komm, 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 komm! Na klar, muss man sich durchbeißen, aber deswegen habe ich mich ja auch hierher beworben. Das ist ja kein Zuckerschlecken, sage ich jetzt mal. Es ist bei jeder Sporteinheit ein bisschen durchbeißen. Manches fällt leichter, manches fällt schwerer. Der eine hat seine Stärken beim Schwimmen, der andere im Krafttraining. Und man muss sich immer ein bisschen überwinden. Und das wollen wir auch, das wollen die Leute wahrscheinlich auch sehen. Am nächsten Morgen geht es in die Halle. Ausdauer und Kraft werden über mehrere Stunden getestet.
Die Reihen haben sich seit gestern schon gelichtet. Von den ursprünglichen 18 sind noch 14 Bewerber übrig geblieben. Andreas mit der Nummer 18 ist hochmotiviert. Er will es schaffen. Irgendwann schalte man den Kopf einfach aus, sagt er. Die Ausbilder treiben ihn und die anderen an. Sie wollen sehen, wer von den Bewerbern bereit ist, an seine physischen Grenzen zu gehen. Und noch ein Stück darüber hinaus. Kraft könne man trainieren, sagen sie. Doch die Bereitschaft, sich zu quälen, die müsse man schon mitbringen. Und natürlich Teamgeist. Lothar ist immer dabei, den müssen sie durchschleppen. Auch zum Mittagessen. Strafpunkte will keiner riskieren. Antreten am nächsten Morgen. Einige Bewerber werden verabschiedet. Andere haben schon gestern Abend hingeschmissen. Sind abgehauen, ohne sich abzumelden. Die Ausbilder sind sauer. Okay. Wenn ich nicht mit dem Tode ringe, dann wartet bis morgen. Wir quatschen in Ruhe drüber. Gucken auch, was für euch das Beste ist. Rücknahme der Bewerbung oder zum Arzt wiederkommen, gucken, was ist. Aber so bringt uns das nicht weiter. Mich hat es dann beim Sporttest oder beim Sportteil rausgehauen. Ich wollte unter einem Kastenteil durchklettern und bin dann hängen geblieben, habe mir dabei meine Schulter verletzt. So eine starke Prellung in der Schulter, vorne ist auch noch irgendwas kaputt. Und der Arzt hatte dann erstmal gesagt, dass ich nicht weitermachen kann und somit bin ich dann hier ausgeschieden. Also das bedeutet das Aus? Das bedeutet dann vorerst das Aus, aber es besteht ja die Möglichkeit, dass man nochmal wiederkommen kann. Und die werde ich dann auf jeden Fall bei nächster Gelegenheit nutzen, mich noch ein bisschen besser vorbereiten und dann hoffentlich nächstes Mal dann hier auch weiterkommen. Für die anderen geht es heute zu einer Art Mutprobe. Höhentest bei der Feuerwehr in Mönchengladbach. Eigentlich selbsterklärend. Genau, schön festziehen. Ist noch Luft? Ja. Trotz aller Sicherungen. Für nervenschwache Bewerber dürfte hier heute Schluss sein. 30 Meter muss er hoch. Andreas macht sich startklar. So. Du benutzt jetzt hier die Leiter. Dann gehst du bitte zu der Leiter. Wir haben extra die Abdeckung weggenommen, dass du da nicht auf irgendwelche Hydraulikteile treten kannst. Also die Seitenteile benutzen. Dann gehst du auf der Rückseite der Leiter bitte hoch. Bis zum Punkt Richtung Ede. Der wird einmal einen Stopp rufen. Dann wirst du da verharren. Dann wird er wahrscheinlich runterziehen. 3, 2, 1, go. Und dann lässt du einfach die Leiter los. Gut. Wenn du loslässt, bitte nicht ins Seil greifen. Ja, nimm die Hände vor die Brust und warte den Pendel oder den Sturz ab. Und auch nicht nachgreifen an die Leiter. Einfach loslassen, bei Go. Ja. Ja? Alles klar. Dann geh bitte an die Leiter ran und warte auf unser Go. Bist du soweit? Ja. Das Gemeine an dieser Übung: Die Bewerber müssen an der Rückseite der Leiter hochklettern. Das ist tierisch anstrengend. 30 Meter müssen sie sich in Rückenlage die Sprossen hocharbeiten. Und besser nicht nach unten schauen. Okay, und stopp. Stopp. Ja, ich habe keinen guten Griff, warte. Ja. Okay, wenn ich Go sage, lässt du einfach los, ne? Ja. Einfach loslassen. 3, 2, 1, go! Das kostet nochmal Überwindung. Andreas hat es geschafft. Man macht es, weil es gefordert wird, ja. Auch es kostet Überwindung, klar. Aber wenn es gefordert wird, man will ja dazugehören. Und deswegen macht man das dann. Ich habe jetzt nicht versucht, nach unten zu gucken. Habe mich darauf konzentriert, sicher zu greifen, weil ja, je höher man geht und je weiter es ist, desto mehr machen die Arme zu. Versuche mich darauf zu konzentrieren und dann nicht nach unten zu gucken. Und einfach, wenn gesagt wird, go, ich soll springen, dann
einfach nur fallen lassen und dann ist es schnell vorbei. Go! Einige Wochen später. Von den ursprünglich 18 Bewerbern haben nur 5 den Aufnahmetest geschafft. Auch Andreas ist dabei. Ready? Go! Auf einem Trainingsparcours der Bundeswehr bekommen die angehenden Spezialkräfte ihre Basisausbildung. Was erstmal bedeutet, ziemlich viel Sport. Dieses Trainingsprogramm hier nennt sich Bahn der Selbsterfahrung. Und die bietet den neuen Spezialkräften in der Tat ziemlich eindrucksvolle Selbsterkenntnisse. Über ihre mentale Stärke, ihren Willen durchzuhalten und ihre persönliche Fitness. Die Basisausbildung von uns dauert 10 Wochen. Da ist Schwerpunkt Schießen, Klettern und, sag ich mal, die körperlichen Fähigkeiten. Und danach gehen die Beamten circa ein Jahr zum SEK Nordrhein-Westfalen, um da die Spezialausbildung, sprich Schwerpunkt Taktik, zu erlernen. Danach sind die eigentlich einsatzfähig. Seit dem frühen Morgen sind sie schon auf den Beinen, ausgepowert und an der Leistungsgrenze. Keine guten Voraussetzungen für Balancierübungen. Rechtes Bein, die Hacke. Du musst richtig klemmen. Hier an der Brücke, Power hast du. Denk an die Brücke, Power hast du genug. Ja, genau. Eng am Balken lang, genau. Schulter rüber. Jetzt probier nochmal Druck aufzubauen über dein rechtes Bein. Jawohl. Lange rein! Jawohl, Junge, da ist es doch. Scheiße. 1, 2 und 3. Ja, stark, Männer. Nun zum Abschluss die schwerste Übung dieses Tages. Eine Mauer, die sie ohne Hilfsmittel überwinden müssen. Geh hoch, ich schieb dich ran. Aber langsam, ne? Ich hab dich, komm hoch. Lasse liegen, lasse liegen. Nur als Team können sie das schaffen. Aber wie? Richtig, gerade hin, gerade hin. Komm, Jung, streck dich. Drück ein. Langsam, denk dran. Schaut dich hin. Komm, unter der Arbeit. Und komm, der nächste. Jetzt guck mal einmal hoch. Wo soll der denn da jetzt durch? Ihr seid ja schon Schulter an Schulter. Alle müssen hier hoch. Keiner darf unten bleiben. Erst dann ist die Aufgabe erfüllt. Schultern, Steff, Schultern. Komm, mir dann richtig. Komm, gut, ist gut. Ist gut. So, jetzt ich gehe runter. Doch den letzten haben sie stehen lassen. Darum müssen jetzt alle noch einmal ran. So lange, bis es klappt. Fast ein Jahr ist Andreas nun dabei. Wir treffen ihn wieder beim Boxtraining mit seinem Coach. Bisher hat er alle Hürden der Ausbildung genommen. Er arbeitet hart an sich, auch in seiner Freizeit. Die Angst, dass man es nicht schafft, die macht man sich auch selber. Man malt sich halt aus, was dann ist, wenn man wieder zurückkommt und sagt, ja, ich habe es leider nicht geschafft. Weil man doch teilweise auch belächelt wird, wenn man sich hierhin bewirbt.
und manche einfach die Einschätzung nicht teilen von einem selbst. Dass man sagt, ja, du schaffst es doch eh nicht. Und das ist so die Angst und auch die Befürchtung, die man dann hat, wenn man es nicht schaffen würde. Nur, ich sage mir immer, solange sie mich nicht rauswählen, zwischen den, sag ich mal, den Basiswochen ist meine Leistung noch im grünen Bereich und darauf will ich anknüpfen. Schießausbildung, ein zentraler Teil des Trainingsprogramms. Sie spielen hier gefährlich zugespitzte Situationen durch, ganz konkret. Mit tödlichen Schüssen als letzte Option. Geht ihr aus Low Ready hoch, bekämpft das Ziel fünfmal in der Brust, merkt dann, oh, wir haben keine Trefferwirkung und dann wechselt ihr die Zielzone. Entweder drei Kopf oder drei ins Becken. Ne, denkt ans Becken, rechts oder links, ne, in die Mechanik dann reinschießen. Aber das entscheidet ihr selber. Okay, dann Feuerlinie 10 Meter und auf mein Kommando Waffen laden. Okay, Waffen laden. Okay, dann Low Ready Position einnehmen. Low Ready auf die Füße. Zehenspitzen ist Low Ready. Kommando gilt. Ready, go! Solche Trainingsszenarien mit Sturmgewehr mögen auf Außenstehende befremdlich wirken. Doch sie seien unverzichtbar, sagen die Ausbilder, angesichts einer zunehmenden Gewaltbereitschaft auf Seiten der Täter. Der souveräne Umgang mit der Waffe schütze die Beamten vor Fehlern, die für beide Seiten tödlich werden könnten. Ja, das oberste Ziel ist natürlich, dass erstmal die Kollegen heil nach Hause kommen und natürlich auch unser Gegenüber. Und dafür ist das letzte Mittel natürlich die Schusswaffe. Wir trainieren natürlich auch Eingriffstechniken, sprich Wing Tsung, um unsere Gegner dann mit körperlichen oder mit Techniken dann kampfunfähig zu machen. Zwei. Es wird eine Menge Munition verschossen in dieser Trainingswoche. Dennoch, Rambos seien hier nicht erwünscht, sagen die Trainer. In einer Trainingswoche wie hier, also eine Intensivwoche schießen, da gehen wir circa ab 15.000 Schuss Gewehr, also HK416 und 10.000 Schuss 9mm Kurzwaffe. Dann Teams fertig, Kommando geht, ready, go! Jeder muss sich auf jeden in den Einsätzen verlassen können. Den Kollegen absichern ist oberstes Gebot. In Bruchteilen von Sekunden müssen die Beamten entscheiden können, ob sie ihre Waffe gegen Menschen einsetzen oder nicht. Monate später. Andreas ist mit der Ausbildung fertig und nun in Köln stationiert. Einige heikle Einsätze mit der Waffe hat er bereits hinter sich. Zum Glück habe ich sie bisher noch nicht gebraucht. Wenn aber mir einer gegenübersteht, mich bedroht mit einer Waffe, dann ist es zwangsläufig so, dass ich schießen werde. Und darauf wirst du auch in der Ausbildung dementsprechend gedrillt. Du machst viele Durchläufe, taktische Durchläufe. Und da wird einfach darauf Wert gelegt, dass wenn du angegriffen wirst, dass du auch schießt. Inzwischen ist er viel unterwegs. Fast täglich muss er seine Reisetasche packen. An die 100 Mal im Jahr werden die Beamten der ZUZ von den einzelnen Zollfahndungsämtern in ganz Deutschland angefordert. Was meistens lange Anreisen bedeutet. So wie heute. Wir treffen Andreas und seine Kollegen in einem Zollfahndungsamt, irgendwo in Ostdeutschland wieder. Es geht um Ermittlungen im Drogenmilieu. Ein Fall, der die Kollegen hier schon länger beschäftigt. Eine Auftragserweiterung, da waren wir technisch schon eingebunden. Und jetzt noch mal für den Zugriff. Auftraggeber ist das Zollfahndungsamt. Hintergrund des Verfahrens ist ein Betäubungsmittel. Hier speziell das Betreiben von Indoor-Plantagen. Und der Schmuggel eben auch dieser Setzlinge, wie es so schön heißt, Jungpflanzen eben von Holland nach Deutschland. Ja. Gut, alle parat? Eine Hausdurchsuchung und Festnahmen stehen an. Die Beschuldigten sind möglicherweise gewaltbereit. Es ist 4 Uhr am Morgen. Die Nacht war kurz.
Auf einem Parkplatz in der Nähe des Einsatzortes macht sich das Team klar zum Zugriff. Der Elten hier sein. Schusssichere Westen tragen hier alle. Hinzu kommt die Ausrüstung für spezielle Aufgaben. Jeder kennt jetzt seine Rolle als Türöffnungstechniker, Sprengstoffexperte, Zugriffsbeamter oder Sicherungsposten. Hydraulische Geräte zum raschen Öffnen von Türen werden klargemacht. Jeder Handgriff sitzt. Was jetzt kommt, haben die meisten von ihnen schon x-mal durchgezogen. Doch sorglos dürfe man nicht in so einen Einsatz gehen, sagen sie hier. Vor jedem Einsatz ist klar eine gewisse Anspannung da, weil man ja verschiedene Aufgaben zu erledigen hat. Je nach Täterprofil kann es mal mehr oder weniger sein, aber diese Grundanspannung, die geht nie verloren. Fahrt zum Zugriffsort. Diesen Einsatz hat ein Richter für 5 Uhr freigegeben. In wenigen Minuten wollen sie losschlagen. Die Straße ist menschenleer. Die Fenster der umliegenden Häuser sind noch dunkel. Genau das sollte jetzt nicht passieren. Jeder Lärm könnte die Leute im Haus warnen. Die Beamten kennen die Wege und Eingänge des Hauses genau. Vor jeder Tür bezieht nun ein Team Stellung. Gleichzeitig wollen sie über die Terrasse und den Haupteingang eindringen. Plötzlich Bewegung im Haus. Schon Bewegung. Bewegung. Jetzt muss alles ganz schnell gehen. Leisten Sie keinen Widerstand. Komm, gib mir die Hand. Folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte. Direkt. Ich wiederhole. Folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte. Auf den Boden. Okay, und weiter. Ja. Ist sicher auf den Boden. Auf den Boden runter. Polizei. Der Beschuldigte wohnt hier mit seiner Familie, die im wahrsten Sinne des Wortes überrumpelt wird. Doch die kompromisslose Härte, die Schnelligkeit beim Eindringen und der Überraschungseffekt sind für die Beamten eine Art Lebensversicherung. Okay. Polizei! Nein, ich geh hoch. Ein Beamter fungiert als Dolmetscher, damit in dieser Stresssituation die Kommunikation einigermaßen gesichert ist. Der überraschende Zugriff ist geglückt. Niemand wurde verletzt. Die Beschuldigten werden jetzt erkennungsdienstlich behandelt und verhört. Fotos sollen dokumentieren, dass niemand zu Schaden gekommen ist. Die muss auf Toilette. Eigentlich müsste eine Beamtin die Frau begleiten. Es ist aber gerade keine da. Das Problem wird pragmatisch gelöst. Die Terrassentür war mit Panzerglas gesichert. Die Reparaturkosten wird später übrigens der Staat übernehmen. Es war ein Routineeinsatz. Bilanz, eine Festnahme und etliche schockierte Angehörige des Beschuldigten. Ja, natürlich macht man sich Gedanken. Und man weiß auch, wenn man früh morgens in so ein Haus reingeht, was auf der anderen Seite passiert. Nur es liegen Beschlüsse, es liegen richterliche Anordnungen und es liegen auch Erkenntnisse vor, was unser Eindringen gerechtfertigt. Also wir kommen ja nicht einfach nur so zum Spaß. Einige Tage später. Andreas muss zum nächsten Einsatz. Zeit für Privates bleibt ihm kaum. Ja, man braucht auf alle Fälle eine Partnerin, die sehr, sehr tolerant ist. Die weiß, also meine Freundin zum Beispiel, weiß auch, was ich mache. Die kann sich dann darauf einstellen. Man ist sehr, sehr oft weg. Gott sei Dank haben wir in der ZOZ die Chance oder die Möglichkeiten, dass wir sehr viele Einsätze planen können. Das heißt, wir haben dann auch dementsprechend die Vorbereitungszeit, den Freunden, den Partnern zu sagen, wo wir sind und was wir genau machen und geben dann auch die Rückmeldung. Es ist natürlich schwer mit Kindern und sowas, das in Einklang zu bringen, nur lässt sich damit auch reden. Also man kann auch sagen, durch die Überstunden, die wir aufbauen, kann man natürlich auch dann sagen, ich gehe jetzt mal ein längeres Wochenende frei und habe dann mehr von meiner Familie.
Bei der anstehenden Operation geht es um Geldwäsche und Steuerbetrug. Details wird er erst vor Ort erfahren. Er muss jedenfalls für alles gerüstet sein. Ja, ist immer ein bisschen Aufwand, ne? Alles zusammenzusuchen, weil du nie genau weißt, wie lange es noch dauert. Deswegen haben wir auch noch ein paar Sachen in Privatklamotten dabei. Aber es muss halt gemacht werden, ne? Was nehmen wir denn da alles mit? Ja, du hast deine Einsatzsachen dabei, plus Waffen, also Helm, Weste, dann eine Spezialisierung, wie zum Beispiel die Zugangspersonen. Zugangstechniker haben noch eine Flinte dabei, Sprengsatz, Sprengmittel, dann deine hydraulischen Geräte, die du mitnimmst und dann noch eben dein Privatzeug, das du noch mitnimmst. Heute geht es nach Frankfurt. Dieser Einsatz ist Teil einer groß angelegten bundesweiten Aktion gegen organisierte Kriminalität, bei der 60 Wohnungen durchsucht und 2 Dutzend Beschuldigte festgesetzt werden sollen. Einsatzbesprechung. Andreas und sein Team sollen sich um einen der Haupttäter kümmern. Der Vorwurf: organisierte Schwarzarbeit im Baugewerbe. 14 Millionen Euro Steuern und Sozialabgaben sollen hinterzogen worden sein. Unterwegs zum Einsatzort. Zeitgleich werden im gesamten Bundesgebiet die Zollfahnder zuschlagen. Einer der Haupttäter soll bewaffnet sein. Darum wurde für seine Festnahme die ZUZ eingeschaltet. Leise und im Schutz der Dunkelheit dringen die Spezialisten in das Mehrfamilienhaus ein. 3 Stockwerke müssen sie unbemerkt hoch. Leg dich auf den Boden, hinten geht's weiter. Leg die Hände auf den Rücken. Hände auf den Rücken. Und das wird Wand sauber! Die Festnahme ist geglückt. Die Zielperson hat keinen Widerstand geleistet. Dann noch ein überraschender Moment. Ganz ruhig bleiben. Ja, ein Junge liegt im Nebenzimmer im Bett. Könnte für dich das Kind haben. Im Kinderzimmer, dem geht's soweit gut. Wenn es dir schlecht geht, sagst du Bescheid, ne? Der war laut, ne? Hast du dich erschrocken? Glaube ich dir. Viele im Kommando haben selbst eine Familie. Deshalb sind sie besonders sensibilisiert, wenn plötzlich Kinder im Spiel sind. Also im Grunde sind die Kinder immer die, die das am coolsten aufnehmen, muss ich sagen. Also die sind dann ziemlich gelassen, relaxed. Wir haben auch Kleinkinder schon gehabt, also 1-2 Jahre, wirklich noch Babys, die dann einfach weitergeschlafen sind, wenn wir da waren. Also die stört das am allerwenigsten. Am meisten sind die Mütter aufgebracht und natürlich die Zielpersonen. Zurück im Kölner Hauptquartier. Nach dem Einsatz ist vor dem Einsatz. Und darum kommt nach dem Einsatz immer wieder Training. Polizei! Andreas ist zufrieden mit seinem Job. Das ist genau das, was ich mir gewünscht und auch vorgestellt habe. Obwohl die Gefahr, verletzt oder getötet zu werden, real ist, er nimmt sie in Kauf. Im härtesten Job, den der Zoll zu vergeben hat. Hände auf den Rücken! Ich geh ran. Sicher. Ganz ruhig bleiben. Hast du noch ein Messer an dir? Nein. Irgendwelche gefährlichen Gegenstände? Nein.